Hallo, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier in Pokémon Sonne am Tag. Apropos Sonne und Tag. Im letzten Part ging es heiß her in der Heiner-Wüste. Ja, ja, ja. Und nun haben wir alles abgeschlossen, wie es ausschaut, oder? Gib ne Ruh. Ich wollte auf die Karte. Gib ne Ruh, so. Ach, das ist wirklich nervig. Oder vielleicht muss man ihn irgendwo besonders antatschen. Das klingt so falsch, dass er dann gleich zur Karte übergeht. Ich weiß nicht, aber egal. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, bisher wirklich alles gemacht, was man machen kann. Naja, zum Beispiel Snobillicat muss ich ja diesen Professor noch zeigen, aber das mache ich offscreen. Übrigens, das Mauzi entwickelt sich, das habe ich nachgesehen, entwickelt sich durch Zuneigung zu Snobillicat. Und deswegen habe ich Mauzi jetzt auf diese eine Insel im Resort gebracht, wo sich das erhöht mit dem Vertrauen und Zuneigung und alles drum und dran. Naja, aber eigentlich, was die Orte betrifft, haben wir eigentlich alles angesehen, oder? Ja, das, da waren wir noch nicht. Das müssen wir unbedingt jetzt nachholen. So. Ich glaube, ich habe ja auch alles nachgeholt mit Tohaido, oder? Eigentlich müsste ich schon alles gesehen haben. Etwas möchte ich jetzt mal kurz ausprobieren. Da drinnen, gut. Und da haben wir, glaube ich, auch alles. Ich glaube, da habe ich mal was nachgeschaut, nämlich mit den Fotostellen. Und ich glaube, dort gab es auch irgendwo eine Fotostelle, habe ich gelesen. Also diesen geheimen Weg dort unten, ne, dort, wo das Gewässer ist. Muss ich mich nochmal umsehen, würde ich sagen. Weil offscreen habe ich auch ein bisschen meine Fotokünste ausprobiert, kann man sagen. Ne? Ich habe einfach noch 100.000 Punkte gemacht mit Fotografieren und bin dementsprechend jetzt Level 4 und Level 5. Muss ich, glaube ich, 1.000.000 und 500.000 irgendwie schaffen. Ja. So, da ist der Nektar. Ich habe, glaube ich, auch gelesen, dass man jetzt den Feuerhaine hier antreffen kann. Weil ich habe das auch offscreen gemacht, nämlich ihn in der Nacht in Ohana. Ne, dieses Haus mit dem ganzen Magma. Dort ist sein Haus, sein Zimmer. Dort wohnt sein Haus, ne? gut. Oder muss ich ihn jetzt nachts hier auch... Nein, da ist er doch gar nicht. Nee, 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 nee. Ich glaube, er hat irgendwas geschwafelt von Schnäppchenjagd gehen oder irgendwie sowas. Und das schreit er nur danach, dass er da drinnen ist oder irgendwo in diese Richtung. Ja, gut. Dann fordern wir ihn jetzt heraus. Ja, ja, ja. Es tut mir unglaublich leid, GAW. Glaub mir, ich habe sehr lange nachgedacht, bevor ich meine Entscheidung getroffen habe. Doch anders als du, ist unsere Teilzeitkraft wirklich auf diesen Job angewiesen. Und deshalb bin ich zu dem Schluss gekommen, dich schweren Herzens zu entlassen. Was? Ich hoffe sehr, dass du mich verstehst. Mir ist die Entscheidung wirklich nicht leicht gefallen. Wirklich nett von dir, Kirby. Ich habe bei deinem letzten Gehalt noch etwas draufgelegt. Vielen Dank für alles. Ich drücke dir die Daumen, dass sich dein Traum von Tanzstudio... Studium im Ausland erfüllt. Gibt's sowas irgendwo im Ausland? Vielleicht die nächste Region confirmed. Die Tanzregion. In Spanien, ne? Da tanzen sie die ganze Zeit nur so. Genau so.
Confirm, die neue Region, die 8. Gen, kann man sagen, die spielt in Spanien. Ich wiederum werde für meinen Traum im Schnäppchenparadies mein Bestes geben. Vielen Dank nochmal für dein Verständnis. Ich verabschiede mich. Er wurde einfach so gefeuert. Ich verstehe es. Ich verstehe den Witz. Der Feuerheini wurde gefeuert. Eigentlich voll traurig, die Geschichte hier, weil er scheint, wenn er hier arbeitet, scheint er eigentlich Spaß an dem Job gehabt zu haben. Aber er ist gefeuert worden. Ei, ich hab mich voll lustig über dich gemacht. Ah, du bist so happy! Ich hätte da debattiert, ich würdest du ein Pokémon-Kämpfer bei uns regeln! Natürlich. Natürlich. Ich möchte nicht alleine tanzen! Gut, dann fight me. Er muss den ganzen Frust rauslassen. Puh. Oh, meine Leute. Ich habe mich schon gefragt, was das für ein Geräusch war. So, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Molga jetzt die ganze Zeit so nach unten schaut. Nein, gar nicht mehr. Na, jetzt ein bisschen, ne? Deswegen habe ich ein bisschen weiter nach hinten getan, aber egal. So, ah, der Hintergrund wieder. Du hast einen Vulcano. Das Level-Unterschied hier. Naja. Lässt sich nichts machen. Man hätte das schon früher machen können, aber das war mir ja zu doof. Besonders mit den Aufnehmern. Und lieber so, als dann irgendwie... also so in dem Sinn, ich kann es jetzt im Let's Play zeigen, als dann offscreen irgendwie machen, weil... Oh, das ist unnötig kompliziert gemacht, wenn man mit einem 3DS... Man kann die Zeit umstellen, aber das habe ich nicht so gern. Aber wenn man 3DS in der Nacht ihn zu Hause besuchen muss und dann irgendwie... Nee. Nee. Weil dann irgendwie, ne. Das ist irgendwie so, nee, ich möchte das nicht. Dann mache ich es lieber offscreen. Habe ich ja im Prinzip gemacht, ihn besucht. Aber ich habe es dann vergessen und mache es jetzt mit euch hier den Kampf. Und er hat in seinem Zimmer trainiert. Nein, getanzt. Irgendwie voll den geilen Tanz gemacht. So, Knogga. Na komm, bleib drinnen. Die Alice Academy wird dich vernichten! Gut, Knogga. Ist aber auch merkwürdig, dass nur Knogga hier eine Alola-Form hat. Und nicht Dragosso. Bürde. Oh mein Gott, das zieht ja fast überhaupt nichts ab. Knogga, streng dich ein bisschen mehr an. Junge! Ist Knogga ein bisschen spellvisiert, wollte ich sagen. Speziell visiert, weil irgendwie... Ich glaube, es ist ja Geist, Feuer. Das sind ja beides irgendwie eher... Dings... Das okay. Da schicke ich mal wieder meine Molga raus, oder? Oder Bael, kannst du irgendwas machen? Nee. Komm, Molga. It's your time. Tenma! Tenma, das schaffst du schon. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß nicht, egal. So. Emolga Power! Los, Buddy! Mach dieses Vögelein fertig! Auch wenn du 11 Level drüber bist. Aber ist ja schnurzegal. So, Statik, aktiviere dich! Ja! Gut gemacht. Gut gemacht. So. Tenma! Und Donnerblitz hat Daki raufgetan übrigens, ne? Nicht wundern, ich habe ja noch keinen Zugriff auf Donnerblitz. Und das ist ganz ihm überlassen worden, wie er dieses Emolga gestalten möchte, ne? Meine einzige Anforderung war, männlich, dann heißt es Erwion, weiblich, Tenma. Mehr habe ich nicht gesagt. Und dass ich ein bisschen männlich bevorzugen würde wegen Erwion, weil Erwion war mein... Sagen wir, das deutsche Inazuma Eleven, mit dem habe ich zuerst Kontakt gehabt und dann mit dem japanischen. Deswegen ist Erwin hier ein bisschen bedeutender für mich als Tenma, aber Tenma mag ich genauso eigentlich. Nur halt Tenma ein bisschen mehr. So, das wollte ich eigentlich gesagt haben, ne? Naja. Ich kriege dich doch kämpfen! Wir machen die Versuche mit der Kummer zu verstecken! Das war wohl keine gute Idee!
auch interessant, dass jetzt so ein Captain, eigentlich ist das ja was hoch angesehenes, dass der hier so einen Normalo-Job machen muss. Aber du hast schließlich auf meine Prüfung gestanden. Übrigens hast du meine Unterhaltung voll bekannt. Ich scheine den ja mitzunehmen. Deswegen können wir sagen, wovon redest du, ne? So zwinkel, zwinkel. Aber ja, ich habe. Ich lüge nicht, ne? Das habe ich mir schon gedacht. Mein Traum ist ein professioneller Feuerwehrretter zu werden. Deshalb war ich schon lange auf einem Touchstuhl im Ausland. Aber eben wurde mir bei dem Job gekündigt. Irgendwie habe ich immer nur Pech. Tut mir leid. Mich interessiert das alles bestimmt nicht. Aber mit dir kann man wirklich gut reden. Das hat mir sehr geholfen. Vielen Dank, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. Also ich gehe dann mal. Bis zum nächsten Mal, Silber. Och was. Ich helfe dir doch gerne, ne? Kann man sagen. Besonders jetzt. Also du hast meine Nummer. Das sind andere Generationen. Aber du hast meine Nummer. Naja, du kannst Glurak sagen. Los, flieg zu Sebi oder fliege mich zu Sebi. Ich brauche ihn jetzt irgendwie. Das ist ganz so gerne machen, ne? Dann verdienst du dir halt irgendwie anders Geld, ne? Wenn du ein Captain bist, solltest du eigentlich doch ein guter Pokémon-Trainer sein, kann man sagen. Und du scheinst hier auch... Nein, du hast mir das Glurak gegeben. Du kannst zum Pokémon-Resort gehen und genauso Geld farmen wie ich in Form von Pokémon-Resort und dann ne, Schätze suchen. Weil ich habe jetzt... das sieht man hier nicht, ne? Schon 90 Stunden habe ich. York. So, ich habe fast 150.000 Poké-Dollar. Nur durch das Farmen, kann man sagen. Und dann dort unten auf der Route kann man mit Tohaido auch die Steine zertrümmern, kann man sagen. Und mit etwas Glück kriegt man ja so... Ich glaube sogar, man kann ein Kometenstück finden, oder? Irre ich mich da? Aber auf jeden Fall dieses Sternenstaub und alles drum und dran. Das gibt ja auch immer so 1000, 2000, 5000... Poké-Dollar. Also du musst schon nach Geld suchen, ne, in dem Sinn. Und es gibt ja auch noch andere Wege, außer einen Job machen. Ich sag's dir nur. Naja, du wirst schon irgendwas finden. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre... So, dreh dich bitte mal. Ich möchte dich drehen sehen. So. Ich glaube, dieses... Was auch immer das heißt damit. Wie heißt's denn? die Anmerkung, die wir dann am Ende bekommen haben, dass irgendwie die Art von KIAW uns irgendwie beeinflusst hat oder irgendwie... Wir haben uns irgendwie was abgesehen oder so. Keine Ahnung. Irgendwas in diese Richtung steht ja. Und ich glaube, das ist vielleicht die Art, das ist vielleicht der Trainerstil. Und wenn wir sowas freigeschalten haben, können wir zu dem Heine... bei dieser Recycling-Anlage und dann bringt er uns diesen Trainerstil bei. Ich habe mal Standard gelassen, weil mir die anderen nicht wirklich so gefallen haben. Bis jetzt. Mir gefällt hier der Standardstil bis jetzt. Und dementsprechend habe ich noch keinen anderen Stil. Aber das habe ich offscreen mir auch angesehen. Kann man alles verändern lassen. Aber das ist jetzt mal egal. Wir gehen jetzt weiter. Ui. Ah. Kann man da rein? Schade. Springt das raus. Oh, ist ja so schön aus. Schaut doch mal an. Ach ja. Hier hat was geglitzert, ne? Dort hinten auch. Da links hinten auch. Ah, was? Oh, yes. Nicht verpassen, ne? Ja, komm. Warum hat es jetzt nicht funktioniert vorher? Egal. Oh, mein Gott, das. Aber erst möchte ich mal das andere ansehen. Oh, so ein schöner Ort. Besonders wegen rote Blumen. So, ich kann jetzt noch mehr reinzoomen. So. Ich glaube, von dort hinten kommt es, oder? So. Ausgezeichnet! So, das ist gar nicht so einfach, ne? Gut. Komm her. Na, okay, das zweite nehmen wir jetzt einfach.
Yes, da Version 4 haben wir jetzt schon. Das zweite, das war ausgezeichnet. Egal. Ja, Rotom kennt sich sowieso nicht aus. Das ist ja süß, gutes Foto. Irgendwann will ich auch dorthin. Aber Gottes. 3000, okay, so viel ist es auch wieder nicht, ne? Ja, 1.500.000. Das wird noch dauern. Aber ich glaube, da habe ich mal nachgesehen, wie viele Versions es gibt. Und ich glaube, es gibt 5, also das ist die letzte Stufe. Mhm. Da hinten, ne? Ist aber trotzdem noch weiter weg. Sehr schön. Und es macht nichts. Okay, das ist wieder so ein Choreo-Vogel. Ich möchte irgendwie Choreo-Vogel sagen die ganze Zeit. ja. Ich glaube mal mit dem Nebel. Na, so ist es eigentlich am besten. Würde ich jetzt sagen, aber Rotom. Ist das Nebel? Ja. Hab bis mittags geschlafen, interessiert keinen. 1000. Boah. Da braucht man schon irgendwie Stellen, wo man weiß, da kann man wirklich Punkte farmen. Punkte und noch mehr Punkte. So. Hallo. Schaut aber auch wieder interessant aus. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. So. Da haben wir ein paar gute Fotos erwischt, wie es ausschaut. Yes. Ja, da schaut es mich so an. Das würde ich eher ansprechend finden, aber ich glaube, mit der Pose ist es besser. So. Und? Meine Oma liebt diese Blumen. Das ist keine Blume, das ist ein Pokémon. Ich möchte auch mal nach Alola. Hier bei mir regnet. Dum, dum, dum. Bei uns hat es wieder angefangen zu schneien. Was heißt wieder? Zum ersten Mal so richtig. Aber das, wie die Zeiten sich ändern, ne? Früher kann man sagen, früher war alles besser. Nein, das nicht. Aber früher gab es ja noch weiße Weihnachten, kann man sagen. Aber im Dezember ist es eigentlich nur kalt, mehr nicht. Oh mein Gott, ne? Und heutzutage fängt eigentlich der Schneefall erst im Jänner, im Januar so richtig an. Es ist so fröhlich, oh mein Gott, ne? Ja, ja, ja. Also, wenn das so weitergeht, kann ich vielleicht drauf hoffen in dem Sinn, dass, ja, eigentlich schon, dass ich zu meinem Geburtstag mal irgendwie so Schneefall habe. Das wäre so. Ne, im April so. So. Unwahrscheinlich ist das ja mittlerweile nicht mehr. Nicht mehr. So. Aber ich glaube, mehr Pokémon kann man hier eh nicht antreffen. Ja, vielleicht schon irgendwie, weil es selten ist oder so. Aber ich habe keinen Bock drauf mehr zu suchen. So. Gib mir die Points und ich gehe jetzt. Ich gehe. War aber auch wieder sehr interessant hier. Und die schöne Region hier. Oh, schaut euch mal an. Und rot. Oh. Ach ja. Hallo. Du fragst dich bestimmt, was ein Golfer inmitten eines Blumenmeers macht. Du hast wahrscheinlich Golf gespielt und der Ball ist irgendwie hier reingeflogen und jetzt findest du es nicht mehr. Tja, wenn du dieses Rätsel lösen willst, musst du alle Trainer hier besuchen. Oh, schon wieder so ein Geschäftler. Finde es zwar interessant, dass man so gesehen einen besonderen Trainer irgendwie dann am Ende der Route oder am Anfang der Route nochmal herausfordern kann, nachdem man alle anderen besiegt hat, ne? Erst dann kann man den herausfordern und der ist wahrscheinlich dann auch immer etwas stärker. Das finde ich zwar interessant, aber die sind irgendwie alle so geschäftig. Der duftende Nektar lockt offenbar nicht nur Choreogel an. Komm, trau dich nur! Lass mich in Ruhe. Wenn du gerne da herumschnüffelst, okay, ist deine Sache, aber lass mich da aus dem Spiel, ne? Patricia! Übrigens, ich könnte. Oh, der Hintergrund wieder so schön. Schau dich mal nur an. Was machst du hier mit dem Feuer-Pokémon? Lass das. Unterlasse das. Oh, es schaut so herrlich aus. Dürre. Okay. Ja, so kann man auch sagen. Ja, jetzt stechen die Blumen vielleicht noch mehr heraus. Wir sehen jetzt dieses ganze Meer aus
Blumen aus einem anderen Blickwinkel jetzt, wo die Sonne scheint und der Nebel sich verzogen hat vielleicht, ne? Das hat schon ziemlich wehgetan. Naja. Aber was wüsst mit Bodyslam? Das wird nichts abziehen, ne? 9 KP, das ist ja putzig. So putzig wie diese Molle. So niedlich. Ach ja, naja, aber ich kann ja mal darüber reden, was ich denn heute gemacht habe, ne? Heute, oder? Ist das die Session? Ja, das ist die erste Session 2017, das fällt mir jetzt erst auf. Weil letztens war ja die letzte Aufnahme 2016, oder? Naja, übrigens voll der Genius hier. Ja, dich meine ich, Patrizia. Du setzt zuerst ein Feuer-Pokémon ein mit Sonnentag und schickst dann Wasser-Pokémon rein. Ja, GG würde ich sagen. Jetzt ist dein Viech unnütz, kann man sagen. Mhm. Aber das ist ja sowieso egal, weil Denma wird dich fertig machen. Genau. Naja, wir haben jetzt noch Ferien bis zum 8.9. Nicht 8.9., sondern 8. oder 9. Jänner. Ich sag Jänner, weil Januar klingt für mich auf Zeit irgendwie so blöd. Deswegen Jänner. Lichtschild kann ich immer wieder verlernen lassen. Und Zugabe kann vielleicht hilfreich sein. Besonders, weil wir so schnell sind. Mhm. Gut, volle Purba. Interessante Pokémon hast du allerdings. Muss man schon lassen, aber ich zeig dir mal, wie toll unser Emolga ist, ne? So tollig. Akrobatik. Kann auch tanzen. Wir waren gerade bei Kiawe. Also tanzen wir. Alter, das hat ausgereicht. Na, Volltreffer. Hat mich schon gewundert, weil volle Purba, die Verteidigung, die hat sie in sich, ne? Eine solche Niederlage inmitten eines wunderschönen Blumenmeer gibt ein trauriges Bild ab, was? Nee, nicht wirklich. Schade. Es ist kein Sonnenschein mehr hier. Weil vielleicht. Was war da jetzt? Warum hat das so rausgezoomt? Naja, aber das aus dem Blickwinkel zu sehen, das wäre auch interessant gewesen. Der Blumennektar hier ist so lecker, dass jeder Choreogel sofort den Formwechsel durchführt. Wie weißt du das? Du hast es wahrscheinlich selber gekostet. Ich sehe es in deinen Augen. Du hast mich gar nicht gesehen. Och Menno, ich komme hier nicht zu nix. Jedes Mal, wenn ein Trainer an mir vorbeiläuft, muss ich ihn einfach zum Kampf herausfordern. Das ist nicht mein Problem. Und jetzt kämpfen wir sogar inmitten des Blumenmeers. Nicht dort oben auf dem Holz, sondern inmitten. Und zerstören die Umgebung durch unseren Kampf hier. Oh mein Gott, das... Ja. Spanische Region confirmed hier. Schaut auch irgendwie... Spanisch aus. Schon Spanisch aus. Lass mich in Ruhe, ey. Naja. Ach, der Hintergrund ist so schön. Naja. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass meine lieben Leute jetzt noch Ferien sind. Heute ist der 3. Und heute waren wir beim Kinderschutzzentrum wegen dem Studium. Wie viel waren wir? 10 Leute. Weil das ist ein Teil von der Lehrveranstaltung Perspektivenwechsel. Da geht es einfach nur darum, ne, die Perspektive zu wechseln. Und noch Menno, beim Tanzwettbewerb würde ich auch nicht verlieren, das sage ich dir. Doch, du würdest verlieren, weil ich habe die Moves, die du nicht hast. Mhm. Oh Menno, ich komme hier leider zu nicht. Jedes Mal, wenn ich Choreogel sehe, fange ich an zu tanzen. Zuck ich an. Okay. Dann schauen wir mal, welche Pokémon hier auf uns warten. Ach ja, Bellatrix möchte ich auf jeden Fall bald mal wieder verwenden. Ich glaube, ich habe es eh im nächsten Team. Ich glaube schon, ne? Genauso wie Glaciola. Ja. Naja, auf jeden Fall Perspektivenwechsel. Da müssen wir, oder da besuchen wir auch im Studium selber, also im Gebäude, besuchen wir da auch in dem Semester 2 Workshops, kann man sagen. Und beim ersten Workshop, da ging es zumindest in unserer Gruppe darum, um sehbeeinträchtigte Personen. Da war eh jemand, der
blind geworden ist. Er wurde nicht blind geboren, sondern er wurde dann so mit 20 rum blind. Und das war auch interessant, seine Geschichte zu hören. Und er sagt dann natürlich auch, was das für ein Gefühl ist. Und auch interessant war die Frage, die aufgekommen ist, was sieht er eigentlich? Und er hat so beschrieben, ne? Man darf nicht vergessen, er konnte sehen. Zwar ziemlich schlecht, als er sehen konnte, aber er konnte sehen. Und Farben wahrnehmen und alles drum dran. Und er hat so beschrieben, wie weiß mit ein bisschen grünlich immer dabei. Das ist auch interessant, weil man denkt eigentlich immer, wenn man blind ist, dann sieht man nur schwarz. Aber das scheint hier nicht der Fall gewesen zu sein. Naja, wir haben dann auch ausprobiert, mit dem Stock herumzugehen. das war auch lustig, weil wir mussten uns da so Brillen anziehen. Und ja, da gab es einen in der Gruppe, weil wir haben so Kleingruppen bilden müssen, die einen führen oder passen halt, dass man nicht gegen die Wand läuft oder sowas. Und die andere, die geht mit dem Stock. Vorher mussten wir, glaube ich, mussten wir machen. So, nochmal neu anfangen. Kleingruppen waren es, so Zweier-, Dreiergruppen. Beim ersten Mal hat man sich führen lassen müssen als Blinder. Da hat man einfach so hier Ellbogen vom Führer, das klingt so falsch, vom Führenden, so hat man halt sich da festhalten müssen und dann wurde man halt geführt. Und beim zweiten Mal musste man mit dem Stock. Und jedes Mal so eine Brille anziehen. Und eine in unserer Gruppe, wir waren eine Dreiergruppe, die wollte einfach die Brille nicht anziehen wegen Hygienegründen, weil die hat sich da gefragt, ja, wo das schon mal war und das wurde wahrscheinlich schon von hunderttausenden Leuten angezogen und nie gewaschen und das ziehe ich nicht an. Deswegen hat es das auch nicht gemacht. Und die Encounter Weight hier. Und das Lustige war, sie ist so, wie ich früher mal war. Weil ich war da auch so Monk-like, ne? Bin ich immer noch, wenn es hier um mein Zimmer geht. Zum Beispiel könnte ich nie und nimmer meine Hose, die ich draußen angehabt habe, also draußen vielleicht im Bus benutzt habe, ne? Könnte ich nie und nimmer hier anbehalten in meinem Zimmer und mich da aufs Sofa schmeißen oder da mich hinsetzen. Die muss aus. Das ist... Nee. Also da bin ich noch hygienisch so... oder generell halt von außen da. Zum Beispiel jedes Mal, wenn ich ja außer Haus gehe, höre ich ja gerne Musik auf mein iPod, ne? Und jedes Mal mit Desinfektionsmittel... haben wir daheim, sprühe ich da und putze ich mein iPod, weil ich ihn draußen benutzt habe. Da bin ich immer noch so. Nur weil hier mein Zimmer und sowas und jedes Mal bei dem Manga, man sieht ja auch, wie viel Manga ich hier habe. Oder generell bei den Figuren, bei den Büchern, bei den Spielen. Naja, bei den Spielen nicht, bei neuen Spielen, weil die sind eh eingepackt, aber... alles, was hier ungepackt, kann man sagen, ungepackt, hier ankommt, ne, die ganzen Manga zum Beispiel, da sind die wenigsten mit Folie zugewiesen, kann man sagen. Die putze ich mit Desinfektionsmittel. Und ja, da habe ich selber noch so einen kleinen Tick. Na, kleiner, es ist eigentlich ein großer Tick, aber es ist einfach so. Ich kann es nicht anders, weil da kann ich schon verstehen, die Leute draußen, man weiß ja nie, wo die hingefasst haben oder ob die hygienisch sind, deswegen nope, in meinem Zimmer nicht. Aber, hast du eine Ahnung, sorry, welches wohl das stärkste aller Pokémon ist? Emolga. Emolga ist das stärkste Pokémon. Mhm. Linda. Naja, wo war ich denn jetzt schon wieder? Ein Schneebelmann. Wie niedlich.
Das gefällt mir aber hier nicht. Das Matchup hier schon wieder. Armer Beil. Was soll dies? Dann schicken wir Vigo rein. Wo war ich denn jetzt? Ach ja, aber da hat sich irgendwie mal so ein Schalter umgelegt bei mir. Und draußen, wenn ich draußen bin, da habe ich mich früher immer voll unwohl gefühlt, ne? Wegen Hygiene und so. Aber draußen, da sage ich einfach so Scheiß drauf. Ich bin eh dann am Ende vom Tag wahrscheinlich wieder daheim, geduschen, bin in meinem sauberen Zimmer, ne? Also fuck it. Das ist mir egal, wenn ich da irgendwie, ne, im Bus da die Stange anfasse und dann später mit den gleichen Händen, ohne zu waschen, ein Brot esse oder sowas. Das ist mir egal. Aber daheim, ne? Was? Koalelu? Schauen wir mal, was das für ein Viech ist. Koala wahrscheinlich, ne? Moin. Dauerschlaf. Was bedeutet das? Ja, ist aber niedlich. Los, lass dich betrachten. Nicht dich. Nein, nicht dich, du fettes Vieh. Was nennst du hier fett? Okay, Trashvögel. Wie kann das so schnell sein? Es schläft doch. Beziehungsweise es befindet sich im Halbschlaf, wie es ausschaut. Naja, wo war ich denn jetzt? Ja, wie schon gesagt. Dieser Kontrast ist auch sehr interessant, würde ich sagen, ne? Draußen? Nee, ja, draußen mir scheißegal. Und drinnen? Nee, nix. Aber ich muss auch sagen, weil meine Mutter sagt das immer öfters, wenn sie da in mein Zimmer kommt. Ich habe nicht wirklich was gegen Staub. Oder wenn meine Haare da irgendwie auf dem Boden herumliegen. Weil ich bin ja so behaart von der Körperbehaarung. Das habe ich selber gecheckt, ne? Als ich dieses Leibchen anziehen wollte, war genau dort hinten in der Innenseite waren so viele Haare drinnen. Das ist der Wahnsinn. Na, da bin ich ein bisschen faul, was das Aufräumen und Hygiene betrifft. Aber da finde ich es gar nicht so schlimm. Ist wahrscheinlich alles nur so Kopfsache, aber da finde ich es nicht schlimm. Weil das ist eh von mir. Und der Staub. Ja, ist zumindest kein Dreck von draußen. Also, ist halb so schlimm. Das denke ich mir dabei. Und auch wieder das schöne Detail. Sehen wir nicht mehr das Blumenmeer, sondern wir haben hier so ein Standard-Grasfeld, kann man sagen. Das ist schön, ne? Weil jetzt ein paar Meter weiter und dort unten haben wir wahrscheinlich wieder das Blumenmeer. Gut. Die Trainer haben wir alle beseitigt. Wir gehen jetzt einfach mal durch. Ach, come on, die Encounter-Weight hier ist extrem. Oder war die jetzt schon immer so? Ich glaube schon. Zwar nicht so extrem, aber auch irgendwie schlimm. Los, Beil, ich möchte dich mal im Kampf verwenden. Ich bin entkommen. Ist ziemlich schnell, wie es ausschaut. Oder ich habe einfach nur Glück. So. Na komm, ich will den Nektar. Nektar, lecker. Oh, alle paar Schritte, das ist ja was. Das ist schon was. Ich möchte zumindest hier das Blumenmeer heute abschließen. Wir liegen zwar super in der Zeit, ne, mit den 30, 35 Minuten, wenn ich jetzt mal beenden würde, aber ich möchte trotzdem fertig machen, okay? Okay. Okay. Naja, aber das wollte ich hier einfach erzählen mit Dingsbums. Mit diesem Hygienetick und dass die da eigentlich genauso ähnlich ist, wie ich es früher war. Naja, in meinem Zimmer ist es immer noch so. Aber draußen ist es mir jetzt schon schnurzegal geworden. Aber in meinem Zimmer nicht, ne? Wie schon gesagt, die Kleidung, die ich draußen trage, die ziehe ich hier drinnen nicht an. Nee. Das ist Schmutz von draußen. Wenn sich der Schmutz in Form von Staub hier innen anhäuft ein bisschen, das ist mir egal, weil das ist dann mein Schmutz. Und davor ekle ich mich nicht wirklich. Beziehungsweise ich weiß, dass ich da nicht so unhygienisch bin. Deswegen ist es halb so schlimm. Naja. Hallo.
Oh, mein Glückwunsch. Du hast alle Tränenblumen mehr besiegt. Dann verrate ich dir jetzt das Rätsel Lösung. Ich bin aus einem einzigen Grund hier. Weil ich auf einen Trainer mit deinem Schneid gewartet habe. Wie wäre es mit dem kleinen Pokémon-Kampf zwischen dir und mir? Sehr gerne, du. Mein Spezialgebiet, hitzige Kampftaktiken mit Heiß-Orb. Was? Meine Abschläge haben so viel Schwung wie Leidenschaft in sich. Nein, nicht Abschlag. Dann ist Bael hier wieder blöd. Das möchte ich nicht. Harry Potter und der Stein der Weisen möchte kämpfen. Hariyama! Nee, ich möchte keinen Abschlag haben. Nee, nee, nee. Bael, es tut mir doch leid. Möchte dich doch einsetzen, aber es geht einfach nicht. Nicht. Söderle. Aber Abschlag tut jeden weh. komm, Bael. Beweise dich. Beweise dich. Na, mit Eisenabwehr. Vielleicht sind wir ein bisschen schneller. Muggli? Okay. Was ist das für eine Animation? Oh mein Gott, das jetzt kommt. Der Heißorb. Vielleicht bin ich auch schneller jetzt. Was tust du? Kannst du mich nicht angreifen? Du hast ja gesagt, du hast Abschlag. Also greif mich doch mit einer Unlichtattacke an. Naja, is not my problem. Dann sweept hier Bael durch, würde ich sagen. Ne? Sweept hier einfach. Nimmt dieses Hariyama und dann sweept es, ne? Wie so ein Besen. Sweept es hier durch. Durch das Blumenmeer. Gut. Dann kann mir jetzt ein Abschlag auch nichts anhaben. Yes. Du scheinst wirklich nichts drauf zu haben. Dass mich effektiv trifft. Aber warum Mogelhieb? Kannst du mir das sagen? Warum setzt du Mogelhieb ein und nicht irgendwie eine Kampfattacke? Wenn du eh nichts Wirkungshaftes hast, das gibt irgendwie keinen Sinn. Naja. Er will vielleicht mogeln, deswegen setzt er mal Mogelhieb ein. Naja. Ist mir egal. Mir ist nicht egal, wenn du jetzt einfach einen Trank verwendest oder so. Naja. Oder dieser Trainer möchte die ganze Zeit nur diesen Text zu sehen bekommen, dass er zuerst erscheint vom Text her, ne? Das vielleicht. Gut gemacht, Bael. Man muss halt nur seinem Pokémon vertrauen, ne? Gigasauger, ja. Wie viel zieht's ab? 75? Ja. Ich glaube, Spukball haben wir, ja. Können wir also jederzeit dann wieder erlernen lassen. Ja, ja, ja. Gut. Und Simsala. Ja, das wollte ich eigentlich... Na, jetzt habe ich den Spukball weggelassen, ne? Simsala mit Heißorb, warum? Naja. So, dann schauen wir mal, wie viel du mir abziehen kannst. Trickbetrug? Oh mein Gott, nicht. Wie es fightet. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht angesehen, den Pokédex-Eintrag. Da heißt es, das heißt es, versteht ihr, Ringe, heiß Ohr. Wir haben eh das Maximale, oder? Jupp. Da heißt es ja, bei diesem Viech, wenn man seine Hand in seinen Mund reinlegt, in dem Sinn, hilft das jetzt was mit dem Heißorb? Ist auch schon. Na egal. Aktiviert sich jetzt erst, oder? Jupp. Und da ist es egal. Naja. Wenn man seine Hand da in seinen Mund reinlegen möchte. Oh, Genesung. Du hast eh schon verloren. Gib's auf. Dann übernimmt es irgendwie deinen Verstand und zwingt dich, die Burg immer mehr auszubauen hier. Das ist auch interessant. Naja. Willst du das jetzt ernsthaft machen? Du hast kein Leben, oder? Du hast einfach kein Leben. Du verlierst das auf Dauer. Also gib's auf. Gib's auf. So. Du wirst jetzt wahrscheinlich wieder Genesung einsetzen oder halt nicht, aber das ist mir jetzt schnitzegal. Weil dann bist du Kanonenfutter. Yes, Cannon, komm rein. Komm rein. Du wirst jetzt besiegt.
Okay. Ich hätte früher einwechseln sollen, aber das ist egal. Nein! Schau, was du angerichtet hast! Mann! Du Miststück. Du Miststück. So, es ist wahrscheinlich schneller, also blutsaugen wir es mal. Ne, weil jetzt greift es an. Oder wir sind schneller, okay. Naja, egal. Mein Gedankengang war halt, es greift mich an und ich krieg Damage. Hoffentlich nicht. Ne? Hoffentlich werde ich nicht gewone-hitted, das wollte ich sagen. Und dann heile ich mich halt wieder hoch. Genau wie ich befürchtet hätte. Hatte. Ich bin völlig ausgebrannt. Hatatatata. Hatatatata. No. So, sollen wir es versuchen? Oder wir sind einfach stark genug, um sich dem zu widersetzen. So. Wupp, wupp. Komm her. Kannst du... Ich glaube, du kannst sogar einen High Five geben. Nee. Irgendwie habe ich den Gedanken gehabt mit der Schaufel dort oben. Aber nope. Roar! So ein Großmaul bist du. Da kriegst du was. Dom, dom, dom. So komisch, das Viech. Naja, so. Oh ja. Und? Ist uns was passiert? Nein! Es hat uns halt auch lieb, ne? Aber es hat gut gefightet, muss man sagen. 41 Minuten. Gut, ist sonst noch jemand verbrannt oder so? Nö. Aber einfach, weil ich es kann. Komm mit Molga. Bist einfach so niedlich. Komm her. Mann, komm her. Schau dir mal an, so niedlich. Ach ja, so niedlich, komm her. Krieg's wieder. Ne, sowas. Hat zwar überhaupt nicht gefightet und wird voll bevorzugt auch hier. Aber egal, schau doch mal an, so niedlich. Komm, klatsch ab, wo. Yes. Mann, so niedlich, komm her. Oh, yes. Knuff. What? Mann, ist es so niedlich, schau dich mal an. Immer so niedlich. Ach, so. Genug. Genug gespielt hier. Kriegen wir jetzt einen Heißorb von dir? Das habe ich mir gedacht. Warum rede ich jetzt anders? Egal. Du hast das Potenzial in dir, ein ehrwürdiger und würdiger Erbe meines Eisorabs zu sein. Ja. Es war richtig von mir, hier zu warten. Hier, mein Eisorab. Ich werde es hüten. Mit meinem Leben. Mit dem Leben meiner Pokémon. Dieser Eisorab ist so wichtig. Super, dann wäre das erledigt. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber irgendwie ist mir in letzter Zeit Golfen wichtiger als das Austragen von Pokémon-Kämpfen. Ich habe wohl die Nase voll. Ja, ist zwar schon benutzt, aber du kannst es verwenden, wenn deine Nase voll ist.